3, 2, 1. Los geht's. Moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Podcast ist echt nicht einfach. Folge 90. Mein Name ist Dan Mackel. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und hier seid, um mit mir die letzte Folge des diesjährigen Jahres Podcast ist echt nicht einfach zu sehen oder zu hören. Los geht's. Hallo, alle zusammen draußen an den Empfangsgeräten. Ob ihr auf Podcatchern gerade hört oder hier auf YouTube seid, um den Podcast ist echt nicht einfach im Videoformat zu sehen oder zu hören oder vielleicht auch im zweiten Browserfenster ähm, mitzuhören. Ähm, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute ist Folge 90, noch 10, dann haben wir die 100 voll. Und es ist die letzte Folge in diesem Jahr 2022. Zeit, also ein bisschen vielleicht alles äh, Revue passieren zu lassen. Revue passieren, was vom Start des Podcasts, also von Folge 2 oder vielleicht von Folge 1 bis hierhin alles so passiert ist. Ähm, und ich würde ganz gerne so ein bisschen über meine fünf Top-Sachen oder nicht nur Top-Sachen, sondern so Dinge, die ich dieses Jahr mh, erlebt habe, gesehen habe, gelesen habe, in den News waren, die mich mal noch umtreiben. Wozu ich vielleicht auch immer noch keine richtige Meinung habe. Und das würde ich einfach mal hier so rausposaunen und ähm, in der Hoffnung, vielleicht einen Diskurs anzustoßen oder vielleicht von euch ein Feedback zu bekommen, wie ihr denn über diese Dinge ähm, so nachdenkt. Genau. Beginnen möchte ich ganz kurz, eben, wie gesagt, den Podcast kurz Revue passieren zu lassen. Das ist keine Angst, das wird nicht lange dauern. Ich musste nur heute dran denken, als ich hier aufgebaut habe, ähm, dass es tatsächlich jetzt zweieinhalb Jahre fast her ist, dass ich den Podcast so richtig gestartet habe und ins Leben ge gerufen habe dass viele Leute immer noch nicht wissen, warum der Podcast, Podcast ist echt nicht einfach heißt. Ähm, vielleicht habe ich das schon mal erklärt an dieser Stelle, weiß ich nicht. Ich wiederhole mich nochmal, weil ich es immer wieder gefragt werde und weil leider auch in diesem Namen vielleicht ein ähm, Trugschluss äh, mit versteckt ist. Denn viele Leute glauben, es wäre ein Podcast übers Podcasten. Also Podcast ist echt nicht einfach, wäre sozusagen ein Tutorial, wie man Podcasts äh, macht, wie man das irgendwie... Aufnimmt und, und, und vertreibt und so weiter. Das ist das hier nicht. Wenn ihr so einen Podcast sucht, dann kann ich euch die Kollegen von Let's Cast FM empfehlen. Ähm, die machen nämlich genau das. Die machen einen Podcast übers Podcasten und auch übers Podcast Hosting und da erfahrt ihr eigentlich ganz, ganz viel. Viele Infos, die ich habe, wie man Podcast macht, habe ich auch von Let's Cast FM äh, an dieser Stelle. Das ist kein Zufall. Das ist ähm, daran geschuldet, dass Daniel Pflege vom Let's Cast FM hier mit mir zusammen im Büro sitzt und die Gelegenheit hatten wir dann auch genutzt, in einer Folge vom Podcast, ist echt nicht einfach, ihn hier an den Tisch zu beten. Da haben wir ein bisschen geplaudert. Ich blende euch oben noch einmal die Folge einfach ein, falls ihr Lust habt, da nochmal reinzuhören, wo es eben ums Podcasting geht. Nein, der Podcast ist echt nicht einfach, heißt Podcast ist echt nicht einfach, wegen ähm, dem Stück, in dem ich mitspiele, was ich mit die Show, ist kein Stück, die Show, die wir seit fast zehn Jahren spielen, Long John. Und der Untertitel davon ist Mann sein ist echt nicht einfach. In Long John spielen wir einen Western und nehmen so ein bisschen den Mann von heute, Hobbs, und machen uns ein bisschen lustig darüber, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen oder auch um es ernst zu nehmen, dass es heutzutage vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, irgendeine Rolle zu erfüllen. Und dass so diese Generation, meine Generation vielleicht in der Mitte hängt zwischen ähm, traditionellen Werten und traditionellen, dem traditionellen Männerbild, aber auch nochmal dazwischen hängt zu dem modernen heutigen. Ähm, Männerbild, was sich ja extrem verändert hat in den letzten Jahren und vielleicht ist meine Generation die, die eben ein bisschen so zwischen ähm, dazwischen steckt in, diesem, in dieser Verwandlung, in dieser Veränderung der Gesellschaft und auch unseren, äh, unseren Rollenfragen oder Genderfragen und so. Äh, ist eine Komödie, ist zum Lachen. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass Mannsein sein nicht immer einfach ist und das habe ich dann mitgenommen in den Podcast. Podcast ist echt nicht einfach, weil erstens mir damals nichts Besseres eingefallen ist, Zweitens, weil ich dachte damals, es wäre schlau, einen Podcast so zu nennen, dass er mit Podca dem Wort Podcast beginnt. Weil ich dachte, die Leute googeln dann Podcast, wenn sie irgendeinen Podcast suchen und kommen dann irgendwie auf alle Podcasts, die mit Podcast beginnen, so wie meiner. Podcast ist echt nicht einfach. Das war so die Idee dahinter. Jetzt könnte man sagen, das passt eigentlich gar nicht zum Kanal oder zum, zum Podcast, der sich ja eigentlich um Künstler, um Selbstständige, um spannende Menschen dreht, der eher so ein Interview-Podcast ist mit Leuten aus der Kunst- und Kultur-Szene. Das stimmt. Mir ist aber bis jetzt immer noch kein besserer Name eingefallen. Und ähm, es ist so wie mit Kindern: ja? irgendwann hat das Kind den Namen und dann ist es so. Dann kennst du das Kind nur unter dem Namen und du kannst dir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dieses Kind vielleicht irgendwie anders heißen könnte. So ist es mir dann auch ergangen mit dem Podcast. Ist ehrlich nicht einfach. Der Name bleibt einfach jetzt haften. Und wir gucken mal, wo die Reise hinführt. Folge 2 war damals geboren aus der Krise, mit der man nicht wusste, umzugehen, nämlich Corona. Ähm, alle, die schon eine Weile hier auf dem Kanal sind, die wissen das. Da war ich ein bisschen vom Kopf gestoßen als freiberuflicher Künstler, weil von heute auf morgen gar keine Arbeitsmöglichkeiten mehr gegeben waren. Und niemand wusste so genau, wie es weitergeht. Und aus Trotz und aus Lust auch, was zu kreieren, was ich mir immer schon mal vorgenommen habe, aber noch nie die Zeit dafür gefunden habe, habe ich dann den Podcast, ist echt nicht einfach, ins Leben gerufen. Und seitdem ist echt ganz schön viel passiert. Folge 2 sieht furchtbar schrecklich aus. Damals noch auf dem Handy, bei mir im Wohnzimmer aufgenommen. Ähm, ganz, ganz furchtbares, mitleidiges Gesülze und, und ähm, Trotzgefühl. Aber irgendwie hat es das gebraucht in dem Moment. Ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, die Folge 2 zu löschen oder sie wegzunehmen, weil es eigentlich ein trauriges Bild abgibt. Auf der anderen Seite, nö, mache ich nicht, weil das gehört halt zur Geschichte von diesem Podcast dazu. So war es eben damals, so ging es mir damals. Und das kann ich jetzt auch nicht mehr wegretuschieren oder wegleugnen. Es war halt so. Es ging mir halt richtig blöd und ich war trotzig und voller Energie, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Und das ging dann alles so ganz einfach los mit einem ausgeliehenen Mikrofon und einem ganz einfachen Plug-in-Device, um in den Rechner reinzukommen. Ausgeliehen von irgendwie Musikerkollegen, damit ich das überhaupt bei mir im Wohnzimmer zu Hause irgendwie machen konnte. Und dann gab es die ersten Podcasts, die dann alle remote liefen, also alle über Zoom oder ganz viel über Zoom, weil man sich ja nicht treffen durfte. Was toll war, weil ganz viele freiberufliche Künstler. Zeit hatten und alle hatten aufgerüstet. Ne? Wir haben ja alle in diesen Corona-Jahren plötzlich gelernt, mit Technik, mit Internet, mit Streams, mit Zoom, ähm, all diesen Dingen umzugehen. Was vielleicht auch ein kleiner Vorteil ist, dass wir jetzt alle so auf einem technischen Stand sind, wo man super schnell mit jemandem remote arbeiten kann und die meisten Leute irgendwie ein vernünftiges Mikrofon, eine vernünftige Kamera zu Hause haben, um sowas zu machen. Hab mit den ersten billigen Umsonstprogrammen das Ganze irgendwie geschnitten und zusammengeklebt und Junge Junge, mir sind auch die ersten zehn Folgen ganz schön viele Fehler passiert, die komplett <laughs> alles zerrissen haben. Großen Dank dabei nochmal an Fabi, Fabian Bruckmeier, der mir eine Folge, ich glaube, das war die mit Jens äh, Kipper. Jens Kipper war das, die, die mir total zerfallen ist. Da habe ich irgendwas gemacht im Edit im Schnitt, dass nichts mehr gestimmt hat. Es war nicht lippensynchron, es war alles durcheinander, es hat nichts mehr gepasst und der Ton war schlecht. Und dann habe ich das alles rübergeschickt zum Fabi und dann hat er mir das zurückgeschickt und alles zusammengebastelt und gerettet. Wow. Aber all diese Fehler, die passiert sind, die mussten passieren, damit man lernt, was man nächstes Mal besser machen kann. Und diesen Prozess, den feiere ich ja bis heute noch. Also das macht mir einfach Riesenspaß, diesen Podcast hier zu machen, weil ich versuchen kann, jedes Mal ein bisschen besser zu werden und immer mehr Mechaniken zu verstehen, wie funktioniert was, wie hängt was miteinander zusammen. Ähm, dann ging es weiter mit den ersten Gästen. Ich habe das alles gar nicht mehr so auf dem Schirm, wer die alle waren. Es waren auf jeden Fall ganz viele aus meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, die alle in viel Kunstschaffende sind, viel aus dem äh, Zirkusbereich, viele Jongleure, viel aus der Artistik, aber auch Musiker. Und ähm, irgendwann habe ich dann bei mir zu Hause angefangen, ähm, ein Studio im Wohnzimmer aufzubauen. Also einen Tisch, damit die Leute auch zu mir nach Hause kommen können. Und wir haben das in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Und da äh, habe ich da weitere Folgen. Vom Podcast aufgenommen, um dann irgendwann dieses Schmuckstück, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ihr könnt ihr es auch nicht hören, äh, mit den Roadcaster ähm, zu besorgen und ordentliche Mikrofone. Und ähm, interessanterweise gab es ein paar Feedbacks von Leuten, die gesagt haben, ah, jetzt, wo du den Roadcaster gekauft hast, merke ich, du meinst es ernst. Und das war ein guter Satz, den ich da von außen zugeworfen bekommen habe, weil ich weiß, jo, jetzt habe ich echt viel Geld da investiert. In Mikrofone, in Technik, in Licht, in Etc., neuen Rechner. Jetzt musst du auch was draus machen. Das kannst du jetzt nicht einfach links liegen lassen. Und es war eine gute Mischung aus. Jetzt hast du investiert, jetzt musst du auch was draus machen. Und der Motivation eben immer wieder besser zu werden, bessere Qualität zu haben, auch immer wieder ja, bessere Podcasts zu produzieren. Und so ging es dann bis letztes Jahr September, wo ich diesen tollen Raum plötzlich als Möglichkeit hatte, den partiell anzumieten. Also ich habe dann diesen Raum hier immer für ein paar Stunden gemietet, habe das Ganze. Equipment, Elektronikzeug hier hingefahren. Das ist nicht weit von meinem Zuhause. Es sind 15 Minuten, 10 Minuten ähm, mit dem Auto entfernt. Habe alles Material hingeschleppt, hier alles aufgebaut, Podcast aufgenommen, Gäste empfangen, dann wieder alles abgebaut, sauber gemacht und wieder raus. Ähm, letztes Jahr September bis Dezember. Und Anfang dieses Jahres hat sich das so ein bisschen verändert, dass ich ähm, mit Mieter hier in diesem Raum bin und deutlich mehr Zeit in dem Raum verbringen kann, vor allem das Equipment hier lassen kann. Was für mich, für den Arbeitsflow natürlich das Ganze ganz toll beschleunigt. So, das äh, hat alles irgendwie ganz schnell nach vorne gebracht, dass man alles an einem Ort hat, dass man hier aufnehmen kann, dass man Dinge stehen lassen kann. Ähm, und dass natürlich dieser Raum nochmal anders ist, um Gäste zu empfangen. Und die nicht gleichzeitig mit meiner dreckigen Wäsche oder meinem Zuhause teilen muss, ähm, hat einfach einen anderen, eine andere Möglichkeit. Es hat einfach eine andere Möglichkeit, in diesem Raum Leute zu empfangen, mit denen Podcast aufzunehmen. Ja, und dann haben alle gesagt, ja, irgendwann gehen die ja, aber die Gäste aus, weil irgendwann hast du all deine Freunde, all deine Kollegen, all deine Bekannten ja genug durchgefragt. Ähm, wir haben die alle kennengelernt, was machst du dann? Immer wieder kam eben so äh, Folgen, wenn ich keinen Gast hatte. Das wird auch in Zukunft weiterhin so bleiben. Also dieses Format hier, ich allein, Mikrofon, Kamera und ihr zu Hause oder wo auch immer ihr zuhört oder zuschaut. Ähm, und haben aber dann die Möglichkeit eben gehabt, plötzlich durch diesen Raum auch, einfach mal Leute anzuschreiben, anzusprechen, die ich vorher noch nicht kannte und die ich wirklich nur wegen dem Podcast angefragt, angeschrieben habe, um als Gast reinzuholen. Ich erinnere an äh, Josef Bolz, Josef the Changeman, den ich hier hatte, also nicht hier, sondern das war remote, aber als Gast im Podcast und aber auch noch andere, auch ähm, äh, Michael Wagner, den ich ganz kurz eigentlich nur flüchtig kenne, äh, begenannter Fotograf, der letztes Mal hier war und aus seinem äh, Reisebericht Armenien erzählt hat, das waren alles Leute, die ich vorher nicht kannte und die dann eben wie übers Kennenlernen oder übers Anfragen, übers Anschreiben plötzlich fragen konnte und habe gemerkt, wow, das geht das ist toll, die Leute haben irgendwie Lust, Lust dazu mögen das Format und äh, kommen dann gerne hin. Und das ist so ein Weg, auf den bin ich jetzt ein bisschen stolz ja, dass das so lange schon hält, dass ich in Folge 90 bin dass bald irgendwann die Folge 100 erscheinen wird auf der anderen Seite habe ich noch ganz viel Ambitionen, das nochmal besser zu machen, größer zu machen, mehr zu machen. Hätte ich voll Lust darauf. Es ist allerdings, und jetzt kommen wir in die harte Realität, auch von diesem Jahr, es ist enorm zeitaufwendig. Ähm, diesen Podcast ist ja nicht nur Audio, sondern es ist auch noch äh, Video. Das bedeutet, dass man hier erstmal alles aufbauen muss, Studio aufbauen muss. Man braucht Licht, man braucht Videokameras, man braucht Speicherplätze. Man muss das Ganze aufnehmen, dann muss man es schneiden, bearbeiten, Color grading, hochladen, Texte schreiben, Thumbnails entwickeln, kleine Bildchen und dann noch die Werbung machen, bewerben und und und. Und es ist enorm zeitaufwendig, was alles so drauf geht, um eine Folge Podcast, vor allem wenn sie mit Gast ist und mehreren Kameras, ähm, so herzustellen. Das trifft sich oder das deckt sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Einnahmen, die ich habe. Ich kann euch das mal kurz aufdecken. Ich bekomme über Patreon knapp, für, also nach Steuern, nach nicht meinen Steuern, sondern die Steuern, die erstmal, oder die Abzüge von Patreon kommen vielleicht so 60 Euro im Monat zu mir. Über YouTube kommen dann nochmal 20 Euro zu mir, die nicht nur allein vom Podcast sind, sondern auch über die jonglage tutorials ähm, Dann bin ich also knapp bei 80 Euro im Monat. Das deckt weder die Miete hier im Raum noch die Investitionen in die Technik, noch äh, die Zeit, die dabei drauf geht. Ich will jetzt nicht mimosern, ich will nicht sagen, wie mimi, ich habe kein Geld. Ich will sagen, ähm, noch ist das hier ein schönes Hobby, was mir Spaß macht, das zu machen. Und ich würde so gern so konkret bleiben, dass ich das regelmäßig mache, also diesen zwei Wochen-Rhythmus beibehalten kann. Alle zwei Wochen, zweimal im Monat, eine Folge Podcast, ist echt nicht einfach. Habe aber gemerkt, dieses Jahr, da sind wir im Revue, das klappt nicht immer. Das schaffe ich einfach nicht immer. Ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Ich habe aber auch noch andere Jobs, die ich machen muss, will, weil ich muss irgendwo auch Geld verdienen. Das mache ich dann eben durch diese Jobs. Mir geht es ganz gut damit. Es ist auch schön, etwas zu haben, was nicht den monetären Reiz hat. Ich mache das nur des Geldes wegen. Ähm, es ist cool, sowas zu haben. Aber ich muss für die Zukunft drüber nachdenken, wie ich diesen. Ähm, Podcast vielleicht auch anderwertig monetarisieren könnte. Viele gute Ideen dazu habe ich noch nicht, aber ein Sponsor wäre natürlich der Oberhammer. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der vielleicht Lust hat, den Podcast jetzt eigentlich nicht einfach zu sponsern, dafür auch vielleicht ein kleines Werbesegment innerhalb des Podcasts kaufen möchte oder haben möchte. Ich wäre offen dafür. Kann ich ganz ehrlich sagen, ich wäre offen dafür, wenn jemand Lust hätte, auch nur spontan einzelne Folgen zu unterstützen, zu sponsern oder eben vielleicht... Mal mehrere. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich habe das Gefühl, man braucht immer erstmal eine gewisse Größe, bevor irgendwie man sagen kann, jo, dann lohnt sich ein Sponsor. Das stimmt auch. Ne? Natürlich äh, erreiche ich mit dem Podcast grob auf YouTube pro Folge 120, 130, manchmal 350 Leute. Über die ganzen Podcatcher sind wir bei. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, knapp 1000 seit seit bestehen, das ist also noch nicht so viel. Bei Spotify weiß ich es nicht genau. Ich weiß, dass es zunehmend auf Spotify. Hey, vielen Dank alle, die zuhören bei Spotify. Ähm, ich glaube, da sind im Moment sogar 99 Abonnenten. Also wer Lust hat, den 100. Klick zu machen, fühle ich frei, herzlich eingeladen. Und auf dem YouTube-Kanal sind wir bei 1775, glaube ich, Abonnenten aktuell, was jetzt auch keine großen Zahlen sind. Dementsprechend auch die, ähm, die Klicks äh, nicht so hoch sind und dementsprechend auch dann die Werbemonetarisierung nicht so hoch ist. Allerdings wird man mit der Werbemonetarisierung von YouTube nicht reich, es sei denn, man hat unfassbar viele Klicks, weil man virale Videos produziert oder, weiß ich nicht, tolle Dinge macht, wie andere Leute, die das können und darauf Lust haben. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich würde gerne mein Format weitermachen, aber ich muss überlegen, wie kriegen wir das Ganze irgendwie nochmal monetarisiert? Und äh, genau, so ein Sponsoring wäre nett. Vielleicht gehe ich einfach mal rum und frage hier die Bäcker und die. Äh, Geschäftsleute in der Umgebung, ob die vielleicht Lust hätten, sowas zu sponsern. Keine Ahnung. Ich kenne mich zu so wenig aus mit Sponsoring. Ich glaube, ich muss mich da mal reinfuchsen. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt es mir gerne irgendwie in die Kommentare, schreibt mir gerne auch eine E-Mail oder sonst was. Meine Kontaktdaten sind alle pff, öffentlich, findet ihr im Internet. Und ähm, genau, das ist so ein Gedanke, den ich treibe. Wenn ihr Ideen habt, wie man das anders noch lösen kann, ob man da noch irgendwie andere Ideen hat, wie man den Podcast bewerben, promoten oder auch sogar monetarisieren kann. Sagt mir gerne Bescheid, da bin ich irgendwie ganz, äh, ganz offen. Trefft ja auf ein offenes Ohr. So, Jahresrückblick dieses Jahr. Was ging außer, dass der Podcast sich eben in dieser Hinsicht dieses Jahr sehr professionalisiert hat durch diesen Raum und ähm, leider sich ausgezeichnet hat durch nicht so eine tolle Regelmäßigkeit dieses Jahr wie im ersten Jahr, das tut mir leid. Ich werde es versuchen, weiterhin zu machen. Nicht immer gelingt es mir. Im besten Fall habe ich vorproduziert, damit ich euch alle zwei Wochen bedienen kann. Aber auch das schaffe ich leider nicht immer. Es tut mir leid. Ich hoffe, es kommt der Tag, wo ich euch super regelmäßig den Podcast äh, servieren kann. Dafür muss ich dann aber auch andere Sachen irgendwann loswerden an, äh, an Jobs. Genau. Revue dieses Jahr. Wir fangen an mit Januar. Was war im Januar? Ah, im Januar hatte ich einen Termin. Zur Kanaloptimierung von dem YouTube-Kanal. Und das war sehr interessant, ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe viele Sachen daraus mitgenommen. Und da gab es die Idee, dass wir den Podcast aussourcen vom Dan-Mackel-Kanal in einen eigenen Kanal auf YouTube, der da heißt: Podcast ist echt nicht einfach. Habe ich auch gemacht und habe dann bis März, April, Mai, Juni damit gewartet. Genau, der Umstieg, glaube ich, ist im März passiert und habe dann März, April, Mai, Juni, Juli ähm, das Ausprobiert und laufen lassen und gemerkt, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Warum hat das nicht funktioniert? Gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe. Ich glaube, das größte Problem war, dass ich ganz viel Content auf YouTube plötzlich hochgeladen habe auf einem neuen Kanal, der noch gleichzeitig auch auf einem anderen Kanal zu sehen war, bis ich ihn dann auf der einen Seite ausgeschaltet habe, um der anderen Seite äh, zu veröffentlichen und dann wusste der YouTube-Algorithmus überhaupt nichts damit anzufangen und ich habe das Gefühl, dass ich da an dem Punkt, wo ich im Moment bin, das war nicht die richtige Entscheidung. Vielleicht wird es irgendwann wieder wichtig sein, sowas zu machen. Man muss dazu sagen, YouTube verändert sich auch die ganze Zeit, auch der Algorithmus verändert sich immer wieder. Und ich habe aber festgestellt, dass für mich das alles noch mal mehr Arbeit ist, plötzlich zwei Kanäle zu verwalten und dann irgendwann in Brasilien im Sommer im Juli entschieden habe, nee, stopp, ich habe das jetzt laufen lassen, das Experiment. War ein Experiment, ich habe meine Lehren rausgezogen und ich kehre aber zurück und alles ist wieder auf dem einen dann makel kanal und das bleibt auch erstmal so. Aber genau, im Januar war dieser Termin, das war spannend, da mal rauszufinden, genau, wie wird so etwas analysiert. Um euch das ein bisschen im Detail zu erklären. Ich habe dann einen Zoom-Call gehabt mit einer Firma, die sich auf YouTube-Kanal-Spezialisierung spezialisiert hat und ähm, konnte dann Fragen stellen und konnte eben mit dem Menschen auf der anderen Seite darüber sprechen, wie man vielleicht den Kanal optimieren kann, verbessern kann. Ich habe vieles von den Inhalten gelernt, also was inhaltlich irgendwie wichtig ist, äh, den Hook senden am Anfang, welchen Art von Editing vielleicht spannend ist oder auch Inhalt vielleicht spannend ist für den Jonglagekanal. Ähm, von daher bin ich nicht blöder geworden, aber alles in allem war dieses Experiment zu wechseln. Fehlschlag und pff, deshalb wow, weg damit. Dann ging es im Februar los mit äh, Proben und das ist eigentlich mein Highlight dieses Jahr. Ojo, endlich und endlich hat dieses Jahr das Licht der Welt erblickt. Unsere weitere Produktion neben Long John, was ich gerade schon erwähnt habe, weil wir seit neun Jahren spielen, gibt es endlich, wie bei einem guten Tarantino-Film alle zehn Jahre, eine neue Produktion von Der Weiße Knopf. Die heißt Ojo, endlich und endlich wo wir nochmal mehr unsere Expertise in Technik verbinden mit Theater, noch einen Schritt weitergegangen sind. Wir haben für diese Produktion ähm, Laufbänder auseinandergenommen und äh, neu, neu, mit neuen Motoren ausgestattet, um sie dann wiederum selber steuern zu können auf der Bühne, äh, vorwärts, rückwärts und so weiter. Wir haben die mit allen möglichen Gadgets ausgestattet. Wir haben Leuchtkugeln selber gebaut mit Acryl, Harz, Dinge gebaut, Kugeln gebaut, in den LEDs versunken sind, um so Pendel ähm, zu bauen. Wir haben äh, extrem viel Technik, Licht, äh, Nebelmaschinen und so weiter gebaut und eben wir arbeiten bei Oyo mit einem Beamer, sodass nicht nur Ton und Darsteller in einer Welt verschmelzen, sondern jetzt Ton, Darsteller und auch nochmal Leinwand, Videobild mit ganz, ganz tollen Illustrationen von Annika Demmer, auch die war irgendwann hier im Podcast, auch da hier mal der Link, die das Ganze eben auch noch bebildert. Das Ganze ist Science-Fiction und gleichzeitig aber auch ein bisschen die Frage nach, was ist Glauben, woran glaubst du, brauchen wir Glauben, Glauben versus Wissenschaft, Schicksal versus äh, Rationalität, genau, all diese Themen fließen so bei, ähm, bei Oje mit ein. Und im Februar gab es ganz viele Proben, Februar, März, April. Bis dann im Juni, glaube ich, die Premiere war, genau. Im Juni war die Premiere in der Comedia hier in Köln. Dreimal gespielt und dann gab es nochmal die zweite Runde im September. Auch da haben wir dreimal gespielt. Und das war toll, das war toll nach all diesen Jahren. Ich denke, wir sind jetzt auch wieder seit fünf, sechs Jahren dabei, dieses Stück vorzubereiten, zu bearbeiten, dass das endlich dann den Weg auf die Bühne findet. Wow, das war, das war toll. Das war mein Highlight dieses Jahr. Ein neues Baby ist raus, ein neues Stück ist raus. Richtig fantastisch. Jetzt gilt es daran, das Ganze zu vermarkten. Wir sitzen gerade dran, eine neue eine Homepage dafür zu gestalten. Ich werde auch bald in, 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 mit Hilfe von äh, Bianca Lehnert und Nils Buchholz den äh, Trailer schneiden. Und da gibt es ganz bald auch da nochmal fetzige Bilder für euch zu sehen, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie Ojo aussehen kann, aussehen soll, was das so ist, wieso das. Der Geschmack von Oyo ist. Ähm, genau, und dann hoffe ich, dass wir das nächstes Jahr ganz dolle viel spielen, ein paar Festivals besuchen und ihr vielleicht da draußen auch mal die Chance habt, ähm, vorbeizukommen und euch das Ganze zu Gemüt zu führen. Ja. Also, Oyo war sehr zeitintensiv dieses Jahr, deshalb auch viele Podcasts aufgefallen. Wir hatten eine ganz intensivphase im April und haben da einfach extrem viel äh, Zeit rein investiert, um das schön zu machen. Dann gab es eine weitere Highlight für mich, nämlich Kamishibai. Ein befreundeter Buchverlag, Kinderbuchverlag, der da heißt Himmelbauverlag, hat mich beauftragt, einen Trailer-Erklärvideo zu drehen zum Thema Kamishibai. Kamishibai ist die, Kunstform, die japanische Kunstform, Geschichten zu erzählen mit so einem Papiertheater. Und genau, da habe ich mich nochmal richtig auseinandersetzen dürfen, müssen, sollen, können mit. Mit Filmtechnik. Ich habe mir eine professionelle Videokamera, eine cinematische Kamera ausgeliehen und äh, mir jede Menge YouTube-Tutorials reingezogen, um das irgendwie hinzukriegen, mit so einer Kamera zu arbeiten. Wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem Drehs mit Kindern und Tieren sollte man entweder vermeiden oder vielleicht nicht als allererstes Projekt, was du machst, als ich sage jetzt, ich mache jetzt Gänsefüßchen, für die es nicht sehen. Ähm, als Filmemacher oder als Videograf, wie auch immer. Und mein erster Dreh war einfach sofort mit 30 Kindern. Hat alles gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Ohne jetzt zu viel Selbstlob. Natürlich, wenn ich es jetzt gucke, denke ich mir mal, ja, okay, das und das und das und das und das wirst du nächstes Mal anders machen. Aber ähm, nee, kann man, kann man, machen. Könnt ihr gerne sehen bei, ich YouTube-Kanal von Himmelbau Verlag. Ich habe euch den Link auch noch mal hier irgendwo lassen. Ähm, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich finde es ähm, ist mir dann doch gelungen. So, alles, was inhaltlich wichtig ist war, ist da drin und ich habe echt extrem viel gelernt, wie sowas funktioniert. Das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Aber es ist auch aufregend. Es ist auch aufregend, Dinge zu filmen und nicht zu wissen, kommt hinten das raus, was du dir vorne vorgestellt hast, und dann nachher im Schnitt mit dem zu arbeiten, was du dann schlussendlich da hast. Aber auch das für mich ein Highlight, so richtig was gelernt, und, und es war ein sehr, sehr cooler, sehr, sehr cooler Job. Da hätte ich sogar fast Lust darauf, sowas nochmal öfters zu machen solange ich so nette Auftraggeber habe, wie ich das eben jetzt hatte mit dem Himmelbau Verlag, weil da einfach dann auch die Zusammenarbeit sehr fluffig und einfach ist. So, was habe ich noch aufgeschrieben als Highlights? Ah ja, im Juli, im Juli gab es die, den Dreh zur großen, oder den Dreh gab es im Mai zur großen Feuerpädagogik-Reportage ähm, Sicherer Umgang mit Feuer auf YouTube, äh, auf meinem Kanal zu sehen. Fast eine Stunde Reportage. Ich bin mit Nils nach Dortmund gefahren zum Feuerpädagog EV und wir haben da ähm, ganz nett erklärt bekommen, wie man mit Feuer umgeht, sicheren Umgang mit Feuer und vor allem, wie man eben Jonglage-Requisiten, Fluids, wie man das richtig tränkt, wie man es sicher macht, wie man damit umgeht. Ähm, und das ist eine mega schöne Reportage geworden, allerdings habe ich mich unfassbar, unfassbar verschätzt, wie viel Stunden Material, wir haben mit ja drei Videokameras gedreht und wie viel Stunden an Material ich danach daraus raus hatte und habe dann in meinem Urlaub in Brasilien das Ding dann zusammengeschnitten. Ähm, das, das war gesponsert eben über das Künstlerstipendium NRW. Vielen Dank dafür, Hammerding. Und mit diesem Künstlerstipendium äh, NRW war es dann möglich, diese äh, große Reportage zu machen mit dem Feuerpädagog EV. Und ähm, genau, eigentlich hätte ich vor zwei Reportagen zu machen, eine über den Feuerpädagog EV e und eine über die Ampeljongleure hier in Köln. Und ich habe gemerkt, das schaffe ich einfach nicht. Diese Stunden... Material nochmal so eine riesen Reportage zu machen, muss ich nächstes Mal, glaube ich, mir anders im Vorfeld überlegen. Also, vielleicht, wie kriege ich das Format knackiger, kürzer? Eine Stunde auf YouTube, boah, eine Stunde Reportage ist schon lang. Das wäre auch cool, es in 35 Minuten zu machen. Ich meine, ich wollte das auch inhaltlich so haben, damit man das auch sich angucken kann und was wirklich dabei lernt. Aber es vielleicht. Ist vielleicht ein Ticken zu lang. Ein Riesenteil davon ist gar nicht äh, erst aufgetaucht. Wir haben nachher noch so eine Challenge gemacht, wer mit einem Stück Holz ein Feuer äh, aufbauen kann und bei wem das am längsten brennt. All dieses Material habe ich irgendwo noch in meinen Archiven und vielleicht wird es irgendwann mal genutzt und wieder, äh, ich zeige euch das nochmal. Aber es war einfach der Wahnsinn. Auch da bin ich happy über das Ergebnis. Das ist jetzt da, so wie es ist. Und ähm, hätte ich total Lust mehr zu machen, brauche ich aber auch wiederum entweder. Ein Stipendium oder ein Sponsoring oder ähm, irgendwas, was diese wahnsinnige Zeit nachher auch wiederum ja zumindest ausgleicht, wie auch immer, wie auch man das, äh, das nennen möchte. Aber ein absolutes Highlight: ähm, meine erste Reportage gedreht. Nicht schlecht, mit mehreren Kameras, mit Info hinfahren zu Leuten, da was lernen, fand ich gut und mir gut gefallen. Dann im August habe ich äh, das große Vergnügen gehabt, das Harster Töne Festival in Eupen zu moderieren. Vielen Dank an äh, die ganze. Mannschaft aus Eupen. Ähm, vielen, vielen Dank das für die Ehre. Das war eine Riesenfreude. Das hat Riesenspaß gemacht. Auch das würde ich gerne mehr machen: noch mehr ähm, Theaterfestivals, Straßenkunstfestivals moderieren. Hatte ich, äh, hatte ich eine, eine super Zeit in, äh, in Eupen. Ja, und dann, was gab es noch in diesem Jahr für Besonderheiten? Vorhin war mir was im Kopf. Das habe ich gerade, glaube ich, gerade hat sich das so verflüchtigt. Welche Highlights gab es denn noch? In diesem Jahr oh, weiß ich nicht mehr. Gerade aktuell ist mir entflogen. Auf jeden Fall, ja, viele tolle Jobs, ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht haben dieses Jahr. Viele Highlights, auch so persönliche Highlights äh, dabei. Also alles in allem war das irgendwie ein sehr erfolgreiches, schönes Jahr mit vielen neuen Herausforderungen und Dingen. Und ähm, bin gespannt, wo uns das 2023 hinführt. Bisschen Angst habe ich auch. Ich bin gerade dabei, so paar, mich von ein paar Dingen beruflich zu lösen. Ich werde nur noch bis September in der Zirkusschule in, in Köln arbeiten und das dann auch abgeben an die, nächste, an die nächsten Dozenten, um da einfach mehr Zeit zu haben für andere Dinge. Also von daher passiert auch nächstes Jahr schon mal wieder so ein, so ein inhaltlicher Wechsel, ja, wie das so ist. Halt, ne? Ich kann mich für nichts entscheiden, mache alles gleichzeitig. Aber nun, so bin ich normal, so ist es normal. So, ähm, genug über den Podcast, das ist echt nicht einfach. Jetzt haben wir eine halbe Stunde schon darüber geredet, über meine Highlights. Das war mein Jahr. Das war mein Jahr 2023. Podcasts gemacht, viele Gäste gehabt, nicht regelmäßig gewesen. Das tut mir leid, das würde ich gerne besser machen. Ähm, ich würde gerne weiterhin mich mit Video und Schnitt auseinandersetzen. Das macht mir viel richtig Spaß, auch mit Audio. Ah ja, ich war noch mal, äh, es gab noch die wieder die Nuit du cirque und. Ähm, Reportagen fürs Butz. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, nur Audioaufnahmen zu machen, also als kleiner Reporter unterwegs zu sein und Fragen zu stellen. Beziehungsweise in dem Format Kinderfragen an Artisten. Ähm, ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. So, äh, nächstes Jahr kann kommen. Was gab es denn sonst gesellschaftlich dieses Jahr? Ich weiß, ganz viel Schlimmes und darüber möchte ich gerade gar nicht reden. Den Krieg lassen wir außen vor. Riesenschweinerei, Riesensauerei, Fußball-WM lassen wir außen vor. Ähm. Braucht ihr nicht, nicht drüber reden? Äh, braucht in der Form braucht das keiner und keine. Aber ich bin ja ein Freund von guten Nachrichten oder von Dingen, wo ich. Äh, ja, doch, fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. Die gute Nachricht, die dieses Jahr in meinen Augen passiert ist, die mich absolut fasziniert und wo ich sehr gespannt bin, wie das nächstes Jahr weitergeht, ist dieser absolute Durchbruch in der Fusionsenergie. Fusionsenergie ist, wenn ähm, zwei Partikel ineinander zu einem Partikel transformiert werden, fusionieren, deshalb heißt es ja so. Und das Schöne ist, dabei wird im besten Fall Energie freigesetzt und die Energie hat keinen kein Abfall. Also es ist eine saubere Art Energie herzustellen. Und äh, Fusionsenergie ist das, was die Sonne den ganzen Tag macht. Da passiert das auch. Und jetzt ist zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal ist es gelungen, dass zwei Partikel fusionieren, das ist schon öfters passiert. Allerdings war bis jetzt der Energieinput, also das, was man Energie reingesteckt hat, immer größer als das, was man rausbekommen hat. Und das hat sich jetzt verändert. Jetzt bekommt man mehr Energie raus, als man reinsteckt. Also die Wissenschaftler schießen mit 192 Lasern da entweder drauf. Das Ganze passiert in einer äh, schneller als das, als das Licht zeigt. Also passiert unfassbar schnell. Gleichzeitig werden, glaube ich, noch. X-Rays, Röntgenstrahlen draufgeschossen und dann fusioniert das. Und jetzt haben die zwei, ich habe es mir aufgeschrieben, zwei Megajoule, zwei Megajoule Energie reingesteckt und haben drei Megajoule rausgekriegt an Energie. Also ein Plus von einem Joule, Megajoule. Was heißt, diese Energie ist entstanden, ohne dass es A, Abfälle gibt und B. ohne dass es einen Verlust gab zu der Energie, die reingesteckt wurde. Und das könnte ein absoluter krasser Gamechanger sein, wenn das irgendwie irgendwann unter sicheren Konditionen funktionieren könnte, so Energie herzustellen. Das wäre ein Riesenschritt für, glaube ich, uns alle, auch vor allem in Bezug auf den Klimawandel und die globale Erwärmung. so dass ich da mit ganz spannenden Augen und Ohren ähm, dabei bleibe, dieses Thema weiter verfolgen möchte, weil auch diese Fusionsenergie einfach an sich schon sehr faszinierend ist. Und da bleiben wir am Ball und gucken mal, was daraus passiert in Zukunft. Könnte eine gute Nachricht sein für diesen Planet und alle ihre Bewohner. Und dann sind wir schon beim Thema Klimaschutz und beim Thema letzte Generation. Das war ja dieses Jahr auch ein großes Event, kann man es nennen. Aktivistinnen, die sich an die Straße, auf die Straße, an die Straße kleben, an mit Lebensmittel, Gemälde in die Öffentlichkeit rücken, indem sie die Gemälde mit, mit Suppen und Kartoffelpüree und anderen Speisen verschönern. Man muss dazu sagen, ich glaube, die haben nie was kaputt gemacht. Weil die Bilder ja immer auch geschützt hinter Rahmen sind, aber so irgendwie Aufmerksamkeit generiert haben. Gesprayed, gemalt, übermalt, irgendwelche Farbbomben. Also, da gibt es eine sehr junge Aktivistengruppe, die sich natürlich zu Recht, würde ich sagen, Gedanken um unser Klima machen. Und das ist schon mal wichtig. Das ist wichtig in dieser Gesellschaft, dass es genau diese Stimmen gibt, die immer wieder auch die Politik und die Gesellschaft so an die Seite pieksen und sagen: Hey, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen da was gegen tun. Ihr tut alle gerade gar nichts dagegen. Und wir sind jetzt hier und wir pieksen jetzt die ganze Zeit mit dem Kuli so in die Backe rein, in die Backe der Politik und der Gesellschaft, um euch daran zu erinnern, so geht's nicht. Wir werden wir es werden so nicht schaffen. Wir müssen aktiver werden. Jetzt kann man aber reden über die Mittel, die diese letzte Generation äh, nutzen. Und ich weiß nicht, ob die Mittel, die Form des Protestes, ob die so viel ähm, mehr Positives macht als Negatives. Ich habe das Gefühl, es kann auch nur mein persönliches Gefühl sein, aber darüber geht es, darum geht es jetzt, es ist mein Podcast. Es geht um mein persönliches Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen naiv ist, für diese Leute so zu demonstrieren, weil sie machen sich ja ganz viel unbeliebt und ganz viel Ärger. Ähm, indem man sich auf die Straße klebt, behindert man Leute, die vielleicht einfach nur zu arbeiten müssen oder Leute, die in einem Krankenwagen zum Krankenhaus gefahren werden müssen, blockiert man dann und man macht dadurch so eine Kettenreaktion, die eher negativ geprägt ist, weil alle Autofahrer sind abgefuckt, die Polizei ist abgefuckt. Darf ich fluchen hier? Ich kann nicht so viel fluchen. Das kriege ich an youtube das äh, Also, die sind abge. und alle sind genervt. Genervt. Das, Wort benutzen wir. das war das Wort, was ich gesucht habe. Genervt. Also, die Autofahrer sind genervt, die, ähm, die Leute, die zur Arbeit müssen, sind genervt, die Polizei ist genervt, weil auch da denke ich mir, vielleicht ist es besser, unsere Polizei anders einzusetzen, als irgendwelche Leute von der Straße zu entfernen, also die sich da dran geklebt haben. Äh, auch in der Presse, sie kommen nicht ganz gut weg, weil es so eine Art radikaler Protest ist. Ich verstehe den aber total. Ich verstehe auch, dass man sagt, ja, aber wir haben alles andere versucht und das funktioniert halt nicht. Fridays for Future, wir waren auf der Straße, wir haben, wir haben, wir haben. Jetzt kippt das Ganze und wir sagen, nee, jetzt müssen wir aggressiver werden, aktivistischer werden. Verstehe ich. Verstehe ich total. Ist aber meines Erachtens hinten raus vielleicht die falsche Wahl. Auch dieses sich irgendwo festkleben mit, mit Sekundenkleber. Ich habe das noch nie ausprobiert. Habt ihr schon mal ausprobiert, euch irgendwo gegenzukleben? Man kennt das aus der Schule früher, wenn so die Finger schon mal zusammengeklebt sind, weil man irgendwie mit, mit klebe gearbeitet hat, das ist schon irgendwie blöd. Aber mich an die Straße oder an irgendwas Festes, wie eine Wand, festzukleben und dann mit meiner Hand da dran zu hängen, bis die Polizei kommt, um das dann abzutütteln mit irgendwelchem Öl, ich weiß es nicht. Da kann ja voll viel kaputt gehen, man kann ja richtig sich die Haut da abziehen und auch auf der kalten Straße zu sitzen und sich die anzukleben kann man auch sagen Respekt dafür, dass ihr, dass, ihr, dass ihr das so durchzieht, aber irgendwie ein komischer Gedanke. Ich klebe mich irgendwo fest, ist immer noch ein komischer Gedanke. Ich weiß, früher wurde ich an Bäume gekettet, ketten, ja, kann ich verstehen. Aber kleben finde ich so eine, noch mal ein bisschen bisschen krass auch. Also ein bisschen krass, weil man weiß dann, okay, wenn ich mich klebe, kann die Polizei mich nicht einfach so wegnehmen, weil dann würden die mich ja verletzen. Also es ist dieses Doppelspiel, ne? Die Polizei kann mich nicht wegziehen, weil ich klebe ja fest. Und wenn die mich jetzt fest wegziehen, dann verletzen die mich. Und dann kann ich die Polizei verklagen, dass die mich verletzt haben. Oder, wisst ihr, was ich meine? Die Polizei darf die ja nicht verletzen. Die können nicht sagen, so, Freunde, ab hier. Ja, ich bin festgeklebt. Ja, komm trotzdem mit, trotzdem, hau ruck, wir ziehen jetzt zweimal dran. Können die ja nicht. Die müssen ja ganz vorsichtig und, und peinlich, unverletzt da irgendwie wieder rauskriegen aus der Situation. Ah, Leute, ja, da macht ihr der Polizei auch echt keinen Gefallen. Also, die haben ja auch schon. Ich bin jetzt nicht großer Polizeifan. Ich weiß nur, dass wir die brauchen und, und respektiere die und bin echt dankbar, dass es das gibt und dass die ihren Job machen. Und dann, dass die sich jetzt damit auseinandersetzen müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Art von Protest ist. Ja, mach einen besseren Vorschlag, könnte man mir jetzt entgegenrufen. Was, was sollen die denn sonst machen? Habe ich auch keine bessere Idee tatsächlich. Im Moment weiß ich nicht. Mein erster Impuls wäre Geld verbrennen, aber da brauche ich nicht ganz viel Geld. Aber wenn man Geld verbrennt öffentlich, das würden die Leute auch, vor allem die Kapitalisten, richtig durchfinden. finden. Ne? Tja, ob das was bringt, Bitcoins verbrennen. Hm. Nee. Irgendwas, was mit, mit dem Stockmarket zu tun hat, irgendwas da sich. Können Sie sich daran kleben? Das wäre doch eine. Klebt euch doch an die, an die Bildschirme von den Börsianern oder so. Irgendwo, wo, wo die Leute sind, die viel zu viel Geld verdienen und die in die falschen Hände locken. Uh, so wie diese kamex geschäfte oder so. Klebt euch doch, klebt euch auch an den Laptop von, von der Frankfurter Börse oder so. Dass die nichts mehr sehen können. Ah, da an, dieses, an diese Riesentafel, Frankfurter Börse, da könnten die sich dran kleben. Das wäre doch cool. So mit zwei Händen, zwei Füßen, so dass wie so ein so ein Äffchen, so an diesem Börsending, wo diese Börsenkurse so hoch und runter gehen. Und dann können die alle nicht mehr sehen, wie der, wie der Kurs gerade ist. Und dann wissen die gar nicht mehr, worauf sie spekulieren müssen. Dann kollabiert irgendwie deren ganzes System. Vielleicht wäre das etwas, wo sie sagen würden, nee, stopp halt, bevor ihr euch weiter uns die Börse kaputt macht. Komm, wir helfen euch kurz mit dem Klimawandel. Investieren da ein bisschen rein. Und wir können endlich wieder die Börse gucken und unsere so komischen, dubiosen Geldgeschäfte machen. Ja, ich habe die Börse offensichtlich nicht verstanden, wie ihr merkt. Ich nicht weiß wie das, wie das Ganze funktioniert. So, also, dann wird die letzte Generation irgendwie eingestuft als RAF, als irgendwie super krass terroristisch. Da finde ich auch, boah, Moment mal, Leute, wir sind ein bisschen schnell in das so einen Topf werfen. Also RAF und die letzte Generation das so in ein Ding zu bringen. Ähm, wer kam mit dieser Idee? Also, Klimaterroristen ist auch irgendwie was anderes als Klimaaktivisten. Und ich finde das irgendwie fast schon eine Unverschämtheit dass das die Reaktion der Gesellschaft dann in der Öffentlichkeit ist. Also, dass die Presse dann auch sowas weiter pusht und die so in eine krasse Ecke zu stoßen, dass sie eigentlich nur noch terroristisch unterwegs sind. Und es, wir reden also gar nicht mehr über das Ziel von denen, warum die das tun, sondern wir reden nur noch darüber, ähm, ja, ich ja auch, wie sie es tun und dass das aber ein terroristischer Akt ist. Also, es ist kein terroristischer Akt, eine Straße zu blockieren, in einem Demo-Gedanken. Die Straße... In die Luft zu jagen, das wäre ein terroristischer Akt, ja? Nicht sich dahin zu stellen. Und eine Dosensuppe über ein Gemälde spritzen ist auch kein Terrorakt, vor allem wenn das Gemälde ja nicht mal beschädigt wird, sondern einfach nur kurz Aufmerksamkeit darauf liegt. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganz tollen Reichsbürger, die ja jetzt in einer wahnsinnigen Razzia offensichtlich aufgedeckt wurden, hochgenommen wurden, die einen Umsturz geplant haben in Deutschland, in so einer. Äh, versteckten Zelle, das ist ja wirklich wie in so einem Krimi, wie in so einem, weiß ich nicht, Andreas-Eschbach-Buch, wo plötzlich ein Monarch auf die Idee kommt, ähm, die Bundesregierung zu stürzen und ein eigenes, ein eigenes System aufzubauen. Ich frage mich immer bei diesen Leuten, glauben die das wirklich? Und wie lange haben die daran geglaubt, dass sie so überzeugt sind, dass das auch wirklich funktionieren würde? Weil da muss ja schon viel passiert sein. Also. Bekloppte, Verschwörungstheoretiker, äh, Quer, Querdenker, Pegida, alles das, diese, ganze, diese ganzen Geschichten. Wie weit muss man selber daran glauben, dass man Recht hat oder das Recht oder das Anrecht darauf hat, einen Staat zu stürzen, um einen eigenen Staat dann auszurufen oder ein eigene, eigenes Land auszurufen, sich selbst zum König oder Kaiser dann da zu machen, bereit schon Posten zu verteilen, wer was macht, wie weit musst du denken, dass das alle mitmachen würden? Weil es funktioniert ja nicht, dass du einfach nur ein Parlament stürmst. Also stell euch vor, wir alle, alle, alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vom Podcast, ist es echt nicht einfach, entscheiden übermorgen, wir würden gerne das äh, Parlament stürzen. So, dann machen wir das und wir nehmen an, es gelingt uns. ja, Es gelingt uns, wir haben das Parlament gestürzt, wir haben den... Äh, Olaf in von kleinen Käfig gesteckt und alle irgendwie zur Seite geräumt, wie auch immer, und jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, wir sind jetzt im, 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 Kassisch, im Bundestag, und jetzt sitzen wir da und jetzt müssen wir das verkünden, jetzt müssen wir allen Bescheid sagen, hey Leute, pass auf, das System, wie es kanntet, äh, gibt es nicht mehr, wir sind jetzt hier, wir sind 200, ich weiß nicht, wie viele die waren, vielleicht waren sie 2000 oder also 20.000 waren, die da dieser Ideologie frönen, vielleicht sind es auch viel mehr, ich weiß nicht, hab gerade nicht recherchiert, wie, viel, wie viele Leute sich dieser Reichsbürger, es sind viel mehr, ne? Es sind viel, viel mehr. Ja. Dieser Reichsbürger schafft dazugehörig fühlen. Aber selbst, sagen wir mal, es sind, ich sage mal, es Zahl, 120.000, die alle sagen: Ja, das ist eine gute Idee, der Dude da, der soll der neue Kaiser werden, hier dieser alte Monarch, den, den nehmen wir doch. Ähm, der hat recht und, und ab jetzt wird, wird nach der, der Pfeife da getanzt. Wie kriegen wir es, dass die anderen 81 Millionen das gut finden und sagen, oh ja, stimmt. Äh, jetzt, wo der Olaf und die alle weg sind, brauchen wir jemand anderes. Nee, wir nehmen, das finde ich super, nee, wir nehmen dich. Du hast ja ganz tolle Vorschläge, wie das ab jetzt zu laufen hat. Finden wir, finden wir plötzlich alle Knorke. Weißt du, was ich meine? wer da nicht irgendwie sowieso die Zivilgesellschaft, die sagen würde, ey, Moment. Moment mal, niemand hat euch die Mehrheit gegeben, hier irgend sowas zu machen, also ein Staatsstreich, ein Putsch? Glaube ich, funktioniert nur, wenn du die Mehrheit auf deiner Seite hast von der Bevölkerung oder von, Also, da muss ja schon irgendwie was anderes passiert sein, dass das irgendwie, dass das funktionieren kann. Und alle sagen: Ja, richtig, das ist eine gute Idee, lass uns mal, lass mal denen nachlaufen. Von daher verstehe ich nicht, ob die das oder frage ich mich immer, haben die das bis zum Ende durchdacht? Oder denken die nur. Haben die nur Lust am Planen? Weil das ist ja die schöne Phase, das ist ja bei allem so. Ne? Wenn Urlaub fährst, auch so diese Vorfreude darauf, das Planen, oh, da gucken uns das an, da gehen wir da. Und die haben das ja geplant. Ne? Wir müssen die stürzen, wir machen das so, wir haben hier eine Zelle, da eine Zelle, da besorgen wir uns Waffen her, da besorgen wir uns dies und das. inside informationen da haben wir noch diese komische Richterin von der AfD da, die ist auf unserer Seite, äh, noch ein paar, noch paar Beamte, die irgendwie auf unserer Seite sind. Das, ist doch, das wird super easy, ja. Und wir planen das alle in einem geheimen Kämmerchen und fühlen uns so richtig. Geheim, wenn ein Geheimbund. Das muss denen total Spaß gemacht haben. Bin ich mir sicher, dass das denen riesen Spaß gemacht hat, diese ganze Krimskrämerei versteckt im Untergrund. Wir sind die richtig wahren, wir haben die Wahrheit, wir planen das und dann, das wird der Hammer und dann haben die es alle gehypt, der Tag, an dem das kommen wird, das wird so knorke, das wird super, um dann festzustellen, dass sie natürlich die ganze Zeit unter Beobachtung sind, wie wir gelernt haben. Und das zum Glück. Ähm, da genug Staatsanwaltschaften sind, die sagen: Nee, stopp, die, die holen wir jetzt alle da raus. Da machen wir jetzt eine Razzia und wir äh, beenden das mal kurz und klatschen den mal richtig fest auf die Finger, machen das so öffentlich, dass alle es sehen können, damit auch die, die eventuell auf solche Ideen kommen, sehen, dass das einfach nicht geduldet wird. Ähm, genau, also Gott sei Dank haben die das irgendwie, irgendwie hingekriegt und es ist mir trotzdem immer noch ein ein Riesenfragezeichen, wie weit man echt überzeugt sein kann, dass das funktioniert, dass das klappen kann. Wir haben das am 6. Januar in, in Amerika ja gesehen, bei der äh, Präsidentschaftsübergabe, wo Biden dann äh, eingeweiht werden soll, als, als Joe Biden als Präsident. Ihr wisst alle, was für ein Event ich meine. Das war schon krass, weil da hat man das Gefühl, okay, da ist eine Partei mit dahinter, nämlich in diesem Fall die Republikanische Partei, die auch in Amerika, in diesem 50-50-State, so, ja, eventuell würden die halt deutlich mehr Leute überzeugt bekommen, das zu machen. Aber auch dann ist ja die Frage, was würden denn die anderen sagen? Also das kann ja eigentlich nur, hartes Wort, das kann ich nur zum Bürgerkrieg führen, wenn der eine quasi unlegitim etwas stürzt und dann die andere Hälfte ist halt genauso. So stark halt. Ne? Also 50 Prozent, 50 Prozent, 50 Prozent der Vulkaner, die übernehmen jetzt plötzlich da unangemeldet irgendwie das Weiße Haus. Was machen dann die anderen 50 Prozent der, der amerikanischen Bevölkerung, die damit überhaupt nicht einverstanden sind? Das wäre, wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das durchgekommen wäre. Aber hier ist es ja so eine Versch also verschwindende Minderheit ist es nicht. Es gibt viel zu viel bekloppter draußen, aber es ist ja eigentlich eine Minderheit. Was haben die sich dabei gedacht, dass das irgendwie funktionieren kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die irgendeine Idee hatten, wie das, wie das äh, hinhauen sollte. So, Freunde, die Zeit ist äh, weggerannt. Ich dachte, ich mache einen ganz kurzen Podcast heute. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber als äh, letzten Podcast des Jahres kann man sich das ja mal gönnen, kann man sich das mal äh, geben. Das war mein äh, Jahresrückblick, ein paar Highlights von mir und einen ähm, kurzen Einblick in Fusionsenergie. Und die letzte Generation versus Reichsbürger. Verrückte Zeiten, eher aufregende Zeiten, in denen wir leben. Ich hoffe und ich wünsche, dass ihr alle gesund seid, dass es euch allen gut geht, euch und euren Lieben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, denn, Moment, lass mich überlegen, übermorgen ist Weihnachten. Und ähm, wir hören und sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Am 5. Januar erscheint die nächste Folge vom Podcast. Ist echt nicht einfach. Dann wieder mit einem Gast. Ich freue mich auf das neue Jahr, auf neue Herausforderungen. Ich freue mich von euch allen zu hören. Wenn ihr Ideen habt zu diesem Podcast, schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst auf anderen Wegen, ob auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwas, gerne eine Nachricht äh, zu mir. Wie kommt der Podcast an? Was habt ihr für Gedanken zu dem, was ich gerade gesagt habe? Was sind eure Highlights gewesen dieses Jahr? Ist ja mal auch äh, vielleicht spannend äh, zu hören und zu teilen. Ich würde mich darüber auf jeden Fall riesig freuen und freue mich auch, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit zuhört und mit zuseht. In diesem Sinne, habt einen guten Rutsch, habt eine sehr gute Zeit, schöne Weihnachten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.